Katsura Otoko ist ein unvergleichlich schöner Mann, der im Angesicht des Mondes lebt. Er erscheint in mondhellen Nächten, während er Menschen ins Auge fasst, die zu ihm aufblicken. Es heißt, seine Schönheit soll so bezaubernd sein, dass diejenigen, die ihn anschauen, Schwierigkeiten haben, sich von ihm abzuwenden, selbst wenn sie in allerhöchster Gefahr schweben. Wenn man lange genug auf einen Katsura Otoko blickt, wird er seine Hand ausstrecken und winken, um Menschen, die den Mond anschauen, zu sich zu rufen. Mit jedem Schütteln seiner winkenden Hand schrumpft die Lebensdauer seines Betrachters. Wenn man lang genug auf Katsura Otoko starrt, so besteht die Möglichkeit, dadurch sofort tot umzufallen. Katsura Otoko stammt aus der chinesischen Mythologie, wo es heißt, dass ein Mann in einem großen Palast auf dem Mond lebt und seine Zeit damit verbringt, einen gigantischen Katsura-Baum, der dort wächst, zu beschneiden und zu zerhacken. Wenn er den Baum beschneidet, verändert sich die Form des Mondes und dadurch wird er kleiner und weniger rund, bis fast nichts mehr übrig ist. Doch irgendwann wachsen dem Baum langsam seine Äste zurück und wir bekommen einen Vollmond. Durch solche Legenden versuchte man im alten China das Abnehmen sowie das Zunehmen des Mondes zu erklären. Wenn ihr demnächst den Mond anschaut, dann denkt an Katsura Otoko.